Freunde, wir haben uns heute mal Fusilli selber gemacht. Da gibt es ein paar Probleme oder ein paar Sachen, die man beachten sollte. Wir zeigen euch das am besten mal, wie ihr am besten zu den Fusilli hinkommt. Es gibt eine Lösung dafür, bleibt einfach dran. Viel Spaß. Wir wollen uns heute mal wieder Nudeln selber machen und dieses Mal Fusilli. Da gibt es ja verschiedene Sorten. Ich habe jetzt hier einmal nur so eine S. Da gibt es so verschiedene Bezeichnungen. Ich habe mich da jetzt mal ein bisschen versucht reinzulesen. Da steht dann A2. Deswegen, weil nur zwei so eine Bögen sind. Dann gibt es A3. Da sind dann drei solche Teile hier. Die gibt es in verschiedenen Größen immer noch. Das ist jetzt hier, glaube ich, 12 oder 13 mm. Hier haben wir dann jetzt noch eine mit 6 mm. Das dann sind dann kleinere Nudeln. Ich habe hier noch eine. Also wie gesagt, immer in verschiedenen Größen. Und dann gibt es auch, wenn jetzt hier jetzt zum Beispiel 5 solche Haken sind, dann ist das eine A5. Das bezeichnet immer diese Schnörkel, die da so dran sind. Wir nehmen heute die ganz einfache mit solchen S-Formen und die bauen wir uns jetzt erstmal ein. Diese Matrizen gibt es natürlich auch immer für die kleinere Maschine. Ich habe jetzt hier die Avance. Dafür sind diese großen Matrizen. Und dann gibt es natürlich die Viva-Maschine. Da gibt es dann auch diese Matrizen und auch diese S-Form und Sternchen und 8000 verschiedene. So, jetzt haben wir hier so ein, ja, den Knubbel, der muss nach unten und dieser Schlitz muss nach oben. Dann wird das hier drauf gesteckt. Dann kann das vordere Teil wieder angebaut werden. Das ist jetzt bei dieser Maschine alles ein bisschen schwieriger, finde ich, als bei der Viva, bei der kleinen. Das geht eben, bei der kleinen kannst du einfach vorne abschrauben. Und bei dieser hier musst du immer erstmal überlegen, in welcher Richtung du überhaupt drehen musst. Und das ganze Teil hier auseinanderbauen. Aber dafür kannst du halt mehr Nudeln da drin machen. Wir machen dann unsere Nudeln jetzt aus Hartweizengrieß. Wir nehmen dafür diese Semola. Ihr könnt auch ganz normal Hartweizengrieß aus dem Aldi oder Edeka oder wo ihr das findet, nehmen. Dann kommt da Wasser zu und ein bisschen Öl. Wir messen uns das jetzt erstmal ab. Wir machen ungefähr 300 Gramm Nudeln für uns. Das reicht immer für zwei Personen. Und da brauchen wir jetzt von dem Semola bloß 250 Gramm. So, jetzt muss man bei der großen Maschine, jetzt darf man gar nicht hier drauf kommen, das wiegt dann gleich, muss man bei der großen Maschine aussuchen, ob man jetzt nur mit Wasser seine Pasta machen möchte, also seine Nudeln, oder mit Ei. Ich möchte jetzt nur mit Wasser. Nur mit Wasser. Jetzt können wir unsere 250 Gramm Grieß oder Semola einfüllen. Und dann zeigt er eigentlich an, wie viel Wasser. Das probieren wir jetzt mal. 90 Milliliter. So, wir machen dann jetzt unseren Deckel drauf. Jetzt haben wir 90 Milliliter Wasser, zeigt er an. Wir nehmen ein bisschen weniger, schalten jetzt die Maschine erstmal an, damit es schon mal rühren kann. Machen unser Wasser dazu und noch 2 Esslöffel Öl. Nee, ein. Wir haben ja bloß eine halbe Menge. Mensch, halbe Menge Öl. Also einen Löffel Öl. Ich habe so ein großes Rezept, die machen ja immer alle gleich 500 Milliliter von, oder 500 Gramm von dieser Pasta. Und wir machen halt immer weniger. Nur für zwei Personen muss man das alles immer umrechnen, muss man aufpassen. So, jetzt kommen hier vorne die ersten Nudeln raus. Die ersten werden ja immer nichts. Muss man erstmal kurz abschneiden. Die werfen wir oben einfach wieder mit rein. Das ging aber schnell jetzt. Ja, 3 Minuten sind rucki zucki um, ja. Jetzt kommen Fusillis langsam. Wir haben jetzt aber auch eine ganze Weile rumprobiert. Erst war der Teig ein bisschen zu trocken, dann haben wir ein bisschen Flüssigkeit dazu gegeben. Und dann ist uns eingefallen, nachdem immer noch so eine krümeligen Sachen da rausgekommen sind, also keine richtigen Nudeln geworden sind, dass eine Freundin mal gesagt hat, mach die Matrize vorher in heißes Wasser. Solange wie du rühren lässt, pack die Matrize, diese Teil hier, in richtig heißes Wasser. Also habe ich das nochmal auseinandergebaut. Hab die Matrize in heißes Wasser gelegt, hab das nochmal rühren lassen bis zur Ausgabe, hab die Matrize in der Zeit wieder rangebaut und jetzt kommen plötzlich Fusillis. Also man muss sich da ein bisschen erstmal mit beschäftigen, bis man das, also bei manchen Nudeln muss man halt ein bisschen gucken, aber das in heiße Wasser legen, das hat es jetzt gebracht. Ja.
Also dann ist die Matrize nämlich warm und dann können die Nudeln da richtig gut durchflutschen. Und dann hat man richtig schöne Fusillis. Das sind ja jetzt hier die großen, deswegen sind die so ein bisschen halt groß gewellt. Aber es gibt ja auch kleinere. Aber wir haben Fusillis. Und es funktioniert. Es funktioniert. Also man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen. Geht in diese Facebook-Gruppe rein. Pasta Maker. Philips Pasta Maker heißt diese Facebook-Gruppe. Da hilft man euch auch. Da sind Leute bei, die sowas hier alles schon ausprobiert haben. Und da hat mir nämlich jemand den Tipp gegeben, packt das in heißes Wasser und dann werden das auch Fusillis. Also da habe ich auch den Teig her. Das ist immer gut, in solcher Gruppe drin zu sein, dass man sich da gegenseitig ein bisschen helfen kann, weil... Den Teig hast du da eben selber angesetzt. Ja, aber das habe ich auch aus der Gruppe. Das Rezept. Den Teig, ja. Das Rezept für den Teig habe ich daher. Weil das für jede Matrize muss man ein bisschen mehr Wasser oder ein bisschen weniger Wasser oder vielleicht auch mal ein Ei reinmachen oder eben Öl. Ja, jetzt, ja. Jetzt wird es top, genau. Also die Matrize vorher warm machen, die ist nämlich jetzt auch warm. Durch den Druck wird die ja irgendwann auch warm. Aber das hat mir alle zu lange gedauert und wenn man die gleich warm macht, dann kommen eben auch gleich gute Nudeln raus. Also jetzt funktioniert das. Also dann macht es Spaß. Wenn nicht funktioniert, dann ist das immer frustrierend. Aber es funktioniert. Dafür bist du ja da, das auszuprobieren. Ja. Mit drehte Nudeln. So, hier schauen wir jetzt mal von oben rein. Unsere Nudeln sind fertig und ihr seht, da ist eigentlich nichts mehr drin. Ein bisschen was irgendwo so am Rand oder am Dings hier so kleben geblieben ist. Aber das ist nicht viel, das ist bloß ein paar Krümel, also nicht redenswert. Hier seht ihr dann jetzt nochmal die Nudeln fertig gekocht. Also die sind auch nach dem Kochen zusammengeblieben, sind nicht auseinandergefallen. Wir haben uns einfach eine Tomatensauce mit Jagdwurst dazu gemacht. Wir haben jetzt erstmal was zu essen. Bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach. Und lecker. Lasst es euch schmecken, ja.